Versager! Perfekte Arbeit, wie immer. Meine Kanone sehen. Kommt heraus. Der Wind spricht euren Namen. Der Sand wird eure Leiche begraben. Ihr habt unzulässige Fragen gestellt. Der alte Herr hat euer Schicksal beschlossen. Wer seid ihr und warum wollt ihr meinen Tod? Die Antworten kennt ihr ganz genau. Jetzt ist es Zeit zu sterben. Die sind alle tot? Was habt ihr da drin gemacht? Vergesst es. Ihr seid unglaublich. Haben sie euch verletzt? Die Attentäter sind erledigt. Ich denke jedoch nicht, dass sie uns viel sagen werden. Nicht in diesem Zustand.
Lasst mich euch ansehen. Sie setzen manchmal Gift ein. Selbst ein Kratzer kann schlimme Folgen haben. Was auch immer ihr tun könnt, ich würde heute lieber nicht sterben. Natürlich. Bitte sehr. Die Wunden sind nicht so schlimm, aber... Jetzt sind sie schlimmer. Ihr werdet sterben. Und dann wird die Verräterin euer Schicksal teilen. Hallo? Lebt ihr noch da draußen? Einer der Attentäter sah aus wie ihr. Wollt ihr mir das vielleicht erklären? Was? Verflucht. Die Geisterzelle ist sehr gut im Imitieren. Hologramme. Der alte Herr ist noch besser. Kein Wunder, dass er jemanden ausgebildet hat, um ich zu sein. Woher weiß ich, dass ihr die echte Mia seid? Ihr könntet auch nur eine Täuschung sein. Ich habe euch mit einem Maustroiden hergebracht. Wir haben über das Dorf gesprochen. Ich habe euch in der Kantine gewarnt. Reicht das? Während ihr gekämpft habt, haben die Peilsender Drachenauge aufgeschnappt. Treffen wir uns, bevor das Gespräch abgehört wird. In der Nähe unseres Mannes gibt es einen Handelsposten. Dort komme ich hin. Lasst euch auf dem Weg nur nicht umbringen. Ich werde in einem der Lagergebiete auf euch warten. Das sollte sicher sein. Wenn ihr schnell seid und... Ich muss los. Deswegen hasse ich Tatooine. Man muss einfach so viel mit dem Kladder rumkurven. Das ist eine Katastrophe. Übrigens habe ich vorhin gerade gesehen, dass ich raus bin. Ich habe Post. Haben wir einen Briefkasten irgendwo? Yep. Oh, weitere Informationen. Ich habe euch mehr Daten versprochen, ich halte mein Wort. Es ist seltsam, frei von der Schattenstadt zu sein. Ich hätte vergessen, wie viele unterschiedlich gefärbte Sonnen es gibt. Hoch aufgewertet, während anfängliche Operation und Wächterbezeichnung verliehen. Ha. Ah. So ist das. Hier, das sind weitere Informationen. Wächter 2. Mensch verbessert. Hoch aufgewertet werden anfängliche Operationen und Wächterbezeichnung verliehen. Persönlichkeit. Wächter 2 ist sich der Bedeutung und den Einschränkungen ihrer genetischen Verbesserung sehr bewusst. Obwohl sie technisch erfahren ist, bereitet ihr schnelle Veränderungen in ihrem Umfeld Schwierigkeiten, die verhindern, dass sie neue Variablen integriert. Nach ihren Schwierigkeiten als Teenager hat sie ihre programmierte Loyalitätssteuerung akzeptiert.
Leidet jedoch noch bei Feldoperationen. Welche zwei ist emotionale Grenzen sind gut ausgeprägt? Sollte sie eine romantische Beziehung zu einem menschlichen Kollegen pflegen, könnte sich eine Standardunterstützung und Vertrauensvorteile entwickeln, ohne die Sicherheit zu gefährden. Ihre Prioritäten sind eindeutig. Ich würde mal sagen, das heißt Projekt Proteus. Ah, sind wir mal gespannt auf die nächste Nachricht. Was ist Projekt Proteus, wo es sein könnte? Reiseroute bestätigt. Ihr habt es geschafft. Ich hatte schon einen Detonator vorbereitet, für alle Fälle. Ich kann ihn jetzt wohl abschalten. Mia, ihr wirkt ein wenig nervös. Tut mir leid. Hier rumsitzen, während die Zelle zusieht, mich darauf verlassen, dass ein Imperialer mir hilft, das raubt mir die Ruhe. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Sobald ich nicht mehr nützlich bin, bin ich entweder tot oder in imperialer Haft. Kommt auf das Gleiche hinaus. Soweit stimme ich zu. Wenigstens sind wir ehrlich zueinander. Zurück an die Arbeit. Ich hatte euch doch gesagt, dass ich Drachenauge aufgespürt habe. Eure Falle hat direkt zum Lieferanten der Terroristen geführt. Ein echt mieser Typ namens Miloš Varta. Er arbeitet für das örtliche Verbrechersyndikat. Eine Gruppe namens The Exchange. Ist eine Weile her, dass ich mit der Unterwelt zu tun hatte. Ich bin aus der Übung. Ich weiß nicht viel über sie. Die Exchange machen in Spice, Glücksspiel, Erpressung. Gebrochene Knochen und gesprengte Gleiter. Keine große Überraschung, dass ihr Typ mit der Geisterzelle in Verbindung steht. Miloš muss Versorgungsgüter über Mos Ila bekommen und sie ins Dorf schicken. Also muss ich einen abgebrühten Kriminellen dazu bringen, über seine Terrorzelle zu plaudern. Ist das alles? Bei euch klingt das so leicht. Bestimmt genießt er den Schutz der Exchange, aber sein Haus ist nicht weit entfernt. Danach können wir uns wieder hier treffen. Nicht mal übel. Was ist kaputt? Wann erwischt es jeden? Bitte. Meine laufenden Kosten sind zu hoch, um den Laden dicht zu machen.
Ich habe niemanden gehört. Sonst rufen mich die Wachen immer. Habt ihr einen Termin? Mein Mann ist geschäftlich außer Hause, aber er wird bald zurück sein. Habt ihr eine Ahnung, wo euer Mann sich befindet und wer bei ihm ist? Das geht mich nichts an. Ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, was es euch angeht. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr hier? Genug geredet. Zeit zu sterben. Nein, ich... Ups, damit habe ich nicht gerechnet. Dann warten wir mal besser auf Milosch. Ich sehe mich so lange in der Küche um. Isbeth, ich bin zurück. Ihr, was habt ihr getan? Wie könnt ihr es wagen, in mein Haus einzudringen? Wir beide werden uns jetzt unterhalten. Wo ist meine Frau? Isbeth! Isbeth! Ihr mörderischer Abschaum! Sie hat euch doch nichts getan! Sie hat einen netten Eindruck gemacht, aber ich konnte sie nicht am Leben lassen. Ungeheuer! Ihr seid ein Ungeheuer! Ihr wart es! Ihr habt die Fragen gestellt! Man hat mir versprochen, dass ihr nicht überleben würdet! Die Geisterzelle hat versucht, mich umzubringen. Das hat aber nicht funktioniert. Damit habe ich nichts zu tun. Sie beobachten alles. Sie entscheiden selbst, was zu tun ist. Die Geisterzelle kam auf mich zu. Sie boten der Exchange Schutz und Attentate an, im Austausch für das, was sie brauchten. Was sollte ich denn sagen? Die sind viel schlimmer als wir. Und ihr denkt, ich würde mich vor euch fürchten? Ihr versteht wohl nicht ganz. Seht euch ihre Leiche an. Also, wo steckt die Zelle? Ihr... Ja. Verzeih mir, Isbeth. Ich besorge ihre Vorräte. Meine Leute bringen die Kisten zur Abholstelle in den Schluchten. Von dort aus transportiert die Geisterzelle die Vorräte mit dem Gleiter ab. Sie erwarten bald die nächste Lieferung. Mehr weiß ich nicht. Betrachtet das als Dank für eure Hilfe. Ich musste ihn leider töten, sonst hätte er noch die Leute gewarnt. Also blieb mir leider keine andere Möglichkeit. Und Kalio, das verfressene Stück in die Küche. War ja klar. Der hat nämlich wirklich immer mehr an die Wildexpertin aus Monster Hunter World. Hallo. Ich habe diese Nachricht für euch aufgezeichnet. Lustig, ich weiß nicht mal euren Namen. Ihr habt mittlerweile mit Milosch geredet. Ich hoffe, er hat euch gegeben, was ihr braucht, um das Dorf zu finden. Denn ich habe alles getan, was ich kann. Ich habe sogar alles, was ich über das Netzwerk des Adlers weiß, an den Geheimdienst geschickt. Doch nun muss ich fort, da ich genau weiß, wie das hier endet. Sobald die Geisterzelle neutralisiert ist, nehmt ihr mich in Haft. Oh, ich hatte meine Zweifel. Ihr macht keinen üblen Eindruck. Doch ihr seid immer noch vom Imperium. Und ich weiß, wem eure Loyalität gehört. Wie auch immer. Zerstört das Dorf. Tötet den alten Herrn. Sie gehören nicht zum Widerstand. Sie sind einfach nur böse. Ich habe auch Sachen in die Luft gejagt, aber ich werde deswegen nicht gleich selbstgerecht. Aber egal, was nun? Jetzt sind wir einer weniger. Ohne sie sind wir besser dran. Sie macht nur Ärger. Kapiert. Als nächstes schauen wir den Übergabepunkt an.
Dann mal auf zur Terrorzelle. Ihren Diensten. Reiseroute bestätigt.